Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graph. Graph. Diesmal ein Graph. Relativ, also abgesehen davon, dass der Chaos jetzt hier oben auf dem Berg steht und einen auf Gogo-Tänzer macht, ist es das normalste, guck dir den Drake da hinten an. Der normalste Anfang, den wir hier für Graph schon mal hinbekommen haben. Wir werden gerade nicht angegriffen. Wir stehen nicht wie die Irren rum. Aber der Weiwei wurde angegriffen von der Shitcoin. Oh, Weiwei the Weary Wanderer. Ja. Die laufende Alliteration. Hier ist irgendwie so ein... Der, genau der. Hier ist einer, der... Oh, da schießt schon einer drauf. Komm, geht drauf. No, yeah. Die Erfahrung nicht bekommen. So, und zwar... Oh, Vorratsbehälter. Yay. Ernter. Ja, die hat sie aus den also, Hunter bekommen. Das ist übrigens eine Sache, die man nicht... Also, uns ist gerade offscreen noch was eingefallen, was wir vorher noch nicht erwähnt haben. Dieses Spiel wird prozedural generiert, soweit ich weiß. Das heißt, diese wunderschöne Welt hier mit den verschiedenen Bäumen und mit dem Wald und diesen Felsnasen, wie auch immer man das nennen will, diese der Gravitation widersprechenden Findlinge, das ist alles prozedural generiert und Kochecke. Das ist einfach so wunderschön und so stimmig in diesem Game. Was hattest du gerade? Kochecke. Oh, eine Kochecke? Stark. Ey, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich auch Kann ich verstehen. Ja. Natürlich gibt es so ein paar vorgebaute Bereiche, aber hey, was soll's. Boah, sag mal, hast du den ganzen Wald Bin jetzt gerade auf das Haus gesprungen. Nein, mir fehlt ein Holz, wow. Warte, ich leg's in eine Kiste. Boah, ich brauch das Ohr da drüben. Wir müssen übrigens relativ bald mal in den Dungeon einfach, weil wir brauchen die Erze ganz, ganz, ganz dringend, schon alleine wegen der Munition. Und dann auch noch wegen den erweiterten... Rüstungen und sonst irgendwas. Wo hatten wir es gerade? Irgendwas wollte ich bauen. Gut, das Generator, genau. Raus und ich pack mal die Hälfte der Fossilien rein, weil ich habe davon echt so viele. Gut, das ist ein riesiges Fossil. Was übrigens auch eine coole Sache ist, je größer das Vorkommen, also tatsächlich auch das Vorkommen im Spiel, desto mehr Ressourcen sind drinnen. Das finde ich ziemlich cool. Also wenn du einen riesigen Baum hast, dann gibt der natürlich mehr Holz, als wenn du einen ganz kleinen Baum hast. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so ein Fossil von einem Megalodon oder was das ist hier aberntet, dann ist das natürlich auch größer, als wenn man, oder ist dann mehr Fossil drinnen, als wenn man das von, weiß nicht, einer Hausschildkröte machen würde. Yep. Gibt's Hausschildkröten? Naja, zumindest aggressive Hausschildkröten. So, lass mal rein hier. Ich guck mich schon mal nach Dungeons um. Gut, was haben wir hier? Abgenutzte Eiche. Woran erkenne ich einen Jackpot? Steht rechts, unten. Achso. Über deinem Leben. Da, wo ich immer nicht hingucke. Ja, genau. Da, wo du nicht hinguckst. Ja. Ich habe es übrigens auch rausgefunden, warum bei mir das Spiel am Anfang immer erstmal schwarz geworden ist. Sozusagen schwarz vor Augen. Das ist eine ganz einfache Sache, weil die Kombination, die ich drücke, um meine Aufnahme zu starten, ist auch gleichzeitig die, da ist die Taste mit dabei zum Fullscreen auf Windows-Mode. So, ich hab gleich mal deswegen noch ist es schwarz geworden. Ja. Ein paar Rationen hergestellt an der Kochstation aus Organics. Und ich glaube, ich pack direkt noch mal Holz. Ich will gar nicht wissen, wie du das gemacht hast. Oh, hier sind noch Organics drin. Was für Organics, bitte? Ja. Aus denen, die es hier halt so gibt. Er nimmt die Komposthaufen, langt da einmal rein, klatscht sich das in die Pfanne und dann ist das eine Ration für ihn. Mm. Ja. Ich habe hier gerade noch was zu essen liegen, das esse ich jetzt nicht mehr. Danke. Habe ich erwähnt, dass ich Waffeln hier habe? Ah, lecker. Mm-hmm. Ich jetzt auch voll selbst gemacht. Alter, hast du Waffeleisen, ja? Ja, Waffeleisen. Ich waffel dir gleich eine. Bitte nicht. Dazu müsstest du erstmal herkommen. Nee, zu faul. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Ja, ich bin noch schon gerade dabei. Ja, du kannst nie genug Holz haben, das ist echt furchtbar in dem Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt genügend Erz, um den Generator zu bauen. Damit ich dieses Tutorial-Dingens mal hier erledigt habe. Apropos Generator, ich schau mal hinten. Ja, wenn ich wieder zu Kräften komme. Zu unserem Ernter. Mhm. Gucken, was der bisher gesammelt hat. Das Coole ist, sobald die halt mal fertig sind, reißt sie halt einfach wieder ab. Genau. Ja, deswegen lohnt sich das eigentlich auch nie, die abzugraden, weil das würde sie noch schneller machen. Ja. Aber ich glaube, du kriegst dann auch anteilig wieder das Material zurück, aber es ist halt irgendwie nie wirklich viel. 139.
Das ist eine gute Portion Element X. Ich habe neue Aufgaben. Ja, aber du hast später hast du dann irgendwie... Wie neue Aufgaben? Ja, durch das Ernten. Es gibt Zeug, was du dann erforschen kannst mit dem Element X. Das braucht über 1000, also... Ja. Macht euch darauf gefasst, dass wir sehr, sehr, sehr viel davon brauchen werden. Warte. Organics. Nee. Da hast du einen sehr vergessen. Ja. Ach, die Schildkröte knabbert an der anderen Schildkröte. Kannibalismus. Hast du jetzt eigentlich schon? Warum ist die jetzt auf mich denn? Wundert sich. Hast du mal ins Spiel geschaut? Kannst du uns noch die Pistole bauen, die andere? Ja, gleich, sobald ich genügend Materialien... Ich befürchte, ich habe einfach nicht genügend Materialien. Ich habe hier einen Dungeon gefunden. Level 0 bis 0. Nicht euer Ernst, oder? Level 0. Doch so. Ja, das, ja 0 bis 0, aber das habe ich noch nie gesehen. Die sind mindestens Level 1 bis sonst irgendwas. Der ist wahrscheinlich bei der Generation auf dem Server nicht in Ordnung. Hello, Consumer. Wahrscheinlich breakt uns das Spiel, wenn wir da reingehen. Dann lass da mal reingehen, oder? Bodyblockt er. Ja, natürlich bodyblockt. Ich wollte gerade die Waffe haben. Ja, nein, ich hab dich gebodyblockt. Ja? Ja, Help. Bevor wir in das Dungeon gehen. Mach gleich einen Bodycheck. Help, wo seid ihr? Wo bist du? Ja, ich würd euch gern wieder finden. Du bist zu weit weg, Pech. Ah, ich hab dann Signal gesehen. Ah, da hinten. Dafür ist das Ding da. Hier bin ich. Da ist eine riesige Schildkröte an unserer Base. Gleich nicht mehr. Boah, leider Gottes ist das Ding halt wirklich halbautomatisch nur. Das heißt, man klickt sich hier einfach. Ja. Nice. Oh, das Blueprint. Das ist ja Hammer von hier hinten. Aber die Blueprints werden immer sauber aufgeteilt. Ich beobachte euch gerade. Holzhandschuhe. Die Gegner geschossen habe. Holzstiefel. Ja, du hast die Handschuhe, ich hab die Stiefel. Nee, andersrum. Du hast die Handschuhe, ich hab die Stiefel. Andersrum. Ja, ist egal. Du solltest vielleicht noch einen Eingang hier auf die andere Seite machen. Ist egal. War nur so ein Vorschlag. Naja, auf Ebene 5. Nee, Kampfpistole hab ich weit nicht genügend. Da brauchst du 225 Gems und 225 Ohr. Da bin ich noch weit von weg. Na, wir könnten hier noch ein... Achso, ich hab kein Holz. Ohr. Nee, wir haben noch genügend Zeug in der Kiste. Was? Ja, ich hatte ein bisschen was reingelegt. Stell noch her. Dann stelle ich dir direkt eine Kampfpistole noch her. Nein, das wollte ich nicht. Kampfpistole, Bouncer. Ich gucke, dass ich ein bisschen Holz sammeln gehe. Ich hab den Vendor jetzt getötet. Wieso haben wir eigentlich jetzt zwei Kampfpistolen hier drinnen? Ich hab eine abgelegt. Warum? Oder? Hab ich das? Ich hab noch keine Kampfpistole. Nein. Ja, wir haben jetzt zwei. Es sollte jeder die bestmögliche Waffe haben. Ja, das ist das Holzschwert. Ja, aber halt auch abgesehen davon. Ist das Holzschwert besser als das Kampfmesser? Ja. Der Fug. Ist einfach so. Dann nehme ich mir hier mal so eine Pistole. Ich requeste ein Holzschwert. Kannst du gerade nicht, oder? Nein, weil du da dran stehst. Ja, ich muss halt auch erstmal einen ganzen Scheiß machen. Alter. Schleppt er mich einfach hier. Schildkröte ist total sauer hier oben. Ich wäre auch wütend, wenn ich so eine Schildkröte wäre. Drake's Waffen kann man? Drake's Forschung. Was kann man denn hier alles, Alter? Ja, man kann ganz schön viel damit machen. Übrigens, Moni ist jetzt da drin. Zeug ist da drin. Jetzt Kampfpistole. Akrobat. Das ist die Kochecke, oder? Oh, ja. Ich müsste Akrobat machen. Schaden mit Starte Heilungsspritze. Wie wechsle ich den Job? Das kostet 150 Element X, also. Ja? Ja, das hast du auf. Ich glaube auf K ist das Standardmenü. Gut. Nee, ist es nicht. Hab den Job gewechselt. Wow, da verpulvert der Element X. Es tut mir leid. Ich hab ganze 6. Also ich zeige jetzt auch mal hier kurz an, hier im Inventar kann man hier seine Ausrüstung natürlich angucken. Da habe ich kein Licht, ist egal. kein Licht. Ja, ich bin einfach nur so eine schwarze Silhouette. Das ist witzig. Ich habe ja die Jobs, die man momentan benutzen kann. Man kann halt mehrere lernen und immer wechseln. Der aktuelle Rang ist dann immer der, den man in dem Job hat. Das ist ganz witzig. Also das heißt, wenn man Level 20 Astronaut war und dann auf Level 1 Ingenieur ist, dann sollte man sich nicht mehr mit Level 20 Gegnern anlegen, weil... Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Ja, und hier hat man die ganzen... diese ganzen passiven Fähigkeiten, da kann man hier Haustierkontrolle, wie viele man haben kann, wie lange sie da sind,
SMG-Schaden, Multitool-Crit und sonst irgendwas. Panzerbesitzurkunden. Arsch. Nein. Aktive Fähigkeiten gibt's ja auch noch. Die hatte ich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, da kann man alles hier irgendwie. Aber wo ist jetzt nochmal dieses Menü? Ich schaue es mal ganz kurz nach. Auf F8 kann man nämlich direkt hier in die Tastenbelegung rennen. Wo sieht man eigentlich, was die freischalten, die Jobs? Use best. Ach, hier passive Fertigkeiten. Ach, dann kann man sogar aufwerten. Mhm. Das kostet dann. Da steht ein Lagerfeuer drunter. Toggle Build Menu, Inventory Menu, Build Notes, Leaderboards, Keybinds. Aber wo kann ich hier? Es gibt doch irgendwie so ein Menü für den Spieler selber. Hier kommen noch die ganzen Emotes. Habt ihr schon eine Fabrik gebaut? Ich dachte Drake. Nein, ich kann keine Fabrik bauen. Okay. Huch. Brauch Holz, ja. Hä? Kann ich das in die Mitte des Raumes stellen? Also hinten? Oder hast du das? Nee, da kommt eine Treppe rein. Achso, ich glaube, das ist dann hier an der Research Station, oder? Da kann man dann. Ja, genau, hier kann man. Ich habe das Menü gab es früher mal, war auf K, da konnte man dann halt irgendwie mit den Berufen rumbasteln. Ja, genau, gibt es hier Ingenieur, Wissenschaftler, Jäger. Jäger ist halt hauptsächlich für Kampf. Akrobat ist für die Bewegung besser. Pilot, da kann man dann mit einem Panzer und sowas rumfahren. Auch Holz, Prospektor, jede Menge Holz. Fürs Ernten hauptsächlich. Oh, cool, wir können Fluglicht hier. Kann man Für lernen. 150 Element X. Ja. Also hier kann man eine Research Station, kann man tatsächlich neue Sachen lernen, erforschen. Zum Beispiel die Steinräume und sowas. Da braucht man aber Ingenieur Level 5 dafür. Wo ist denn das ganze Organics hin? Kein Plan. Also ich hab's nicht geklaut. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mit der Scheiße im Inventar so, im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Holz habe ich nicht hier drin, ja. Haben sie das immer noch nicht gefixt? Es kann sein, dass man Wood in die Farm reinpackt und es verschwindet einfach ins Nichts. Ja, ich glaube, das hat damit manchmal zu tun, an welchen Platz du das hinlegst. Ich glaube, du darfst es nicht an den ersten legen, weil er dann automatisch versucht, aus dem Zeug direkt die Organics dahin zu legen. Das ist ein bisschen komisch. Das habe ich zumindest kein Holz mehr. Nicht in die Organics legen, ich brauche das zum Bauen. Holz. Ja, aber wir brauchen auch Organics. Wieso ist denn jetzt da schon eine zweite. Wieso ist denn da jetzt ein. Zweite Etage schon drauf. Ich hab die nicht gebaut. Ich auch nicht. Ich baue gar nichts. Wenn, dann baust du die. Ich hab die auch nicht gebaut. Du hast dich wohl eher verbaut, schätze ich mal eher. Die gehört dahin. Das ist okay. Aber. Also, wenn die dahin gehört und es okay ist, dass sie da ist, dann schätze ich mal, hast du sie dahin gebaut. Nein. Nicht wissentlich. Ja, nicht wissentlich, ne? Siehste. Ich brauch Holz. Da schränkt er schon wieder ein. Da ist Holz. Ja, ich bin auch schon dabei, wieder was abzuernten. Aber wenn wir natürlich anfangen, irgendwelche Gegner zu verprügeln, dann kriegen wir dann auch später, also relativ zügig sogar, das Multitool Mark 3 und damit geht's natürlich noch schneller. Ja, aber ich brauche halt Holz für eine Treppe, wenn ich nicht. Wow, Riesenschwertbrüder. Bei den Bossen, sind diejenigen, die halt größer sind als die anderen, hat man immer eine höhere Chance, dass irgendwas Besonderes droppt. Irgendwelche Bleedrins oder sowas. Oh. Das ist schlecht. Hast du dich irgendwie zu dumm angestellt, würde ich sagen. War nicht übel aus von hier. Halt mal mein Bier, während ich mich hier mit dieser Riesenschildkröte anlege. Gab Holzhose. Oh Mann, wie viele Magazine hält denn das Mistvieh aus, hä? Von dem ewigen Geklicke kriege ich irgendwo eine Sehnenentzündung. Oh, ein Holzschwert kann ich jetzt bauen. Ich habe ein grünes Holzschwert. Das ist vielleicht besser als deins. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich muss mir erstmal die andere Pistole holen. Ja, die ist halt Level 6, Level 0. Hat funktioniert. Kampfpistole. Da. Okay. Ganzes Magazin frisst das Vieh. Da ist noch sein Kumpel dahinter. Was soll das denn? Alles nice. Zerlegt. Und wieder Level Up. Warum krieg ich jetzt das Health Up? Ich hatte doch. Genug Health. Ja, Heilungsspritze. Ey, da oben ist ein Leuchtender. Chaos rechts. Leuchtender? Ja, oben auf dem Berg. Oh ja. Die ich meistens. Bin erst Level 2, ne? Ich kann nicht so viel. Das hat sich wütend angehört.
Ja, der steht halt immer im Weg. Der Drake? Rampt richtig. Ja, ja. Über diese Farne. Hinter dir. Wow, ich habe jetzt mit einem so Rechtsklick Kombo-Angriff so eine Schildkröte zerlegt. Fühlt sich geil. Groß. Wow. Also mit jedem Level, den man aufsteigt, kriegt man mehr Leben, man macht mehr Schaden an Gegnern des gleichen oder niedrigeren, oder generell man macht an allen Gegnern mehr Schaden und man kriegt auch weniger Schaden. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, hier mich mit Level 7 Gegnern anzufangen. Die Kochecke. Anzulegen, dann ist das auch so gewollt. Ach, da oben, der auf dem Berg, da rechts hin, wollte ich eigentlich haben. Was soll da hingehen? Ah ja. Scheiße. Wäre cool, wenn der mal runterkommt. Oh. Nö, kommt er nicht. Kommen diese Mistviecher hierher? Ich glaub's nicht. Alter, ein unsichtbarer Vogel. Seid ihr bescheuert? Ja, das ist tatsächlich eine Fähigkeit von denen. Eine, die sie vielleicht nicht haben sollten. Sneaky Bastards. Oh, wie viele Kopfschüsse hält eigentlich so ein Mistvogel aus, hä? Jetzt keine mehr. Oh. Ich war gerade am Looten. Ist der blöd oder so? Ja, das möglich. Dann war er am Bluten. Ja. Das ist so meistens so eine Progression, die sich zusammen ganz gut ergibt. Wow. Spiel hängt. Jetzt nicht mehr. So, eigentlich wollte ich ja Holz farmen, aber wir machen jetzt was auf. Von hinten kommt noch ein fetter Boy. Ne, doch nicht. Danke. Jetzt. Fat Boys. What you gonna do? Oh. Nein. Waren wir doch vorher schon bei. Boah, schon Rang 9 kommt er daher. Akrobat? Ja, aber Akrobat Level 2. Achso. Ja, stimmt. Kann der mal nicht an den Wurzeln hängen bleiben? Der Rang ergibt sich aus den Job-Levels, die man kombiniert hat. Das heißt, wenn man jetzt Level 20 Astronaut hat und Level 10 Akrobat Checkbots und Rang 30. Das heißt, damit hat man momentan 360 als aktuelles Maximallevel. Weil man kann das Erz. 6 verschiedene Berufe erlernen und die bis maximal Stufe 60 hochrüsten. So, wir fahren mir den Wald schon wieder ab. Ich gehe mal zu dem Krüppelwald darüber, der sieht ziemlich abgestorben aus. Ja, das passt ja zu dir. Oh. Nur weil ich mich wie tot anhöre, heißt das noch lange nicht, dass ich... Nein, ich meine den Part mit dem Krüppel. Haut er mich einfach. Das habe ich offiziell ignoriert. Sie Arsch. Immerhin ist er höflich. Es ist noch vor 20 Uhr, da ist noch die Höflichkeitsform angebracht. Ah ja, okay. Und danach? Danach nicht mehr. Danach ist Feierabend. Schaut euch mal dieses Vieh hier an, das ist unsichtbar. Bloß seine riesigen, rot leuchtenden Hörner sind es nicht. Ja. Das ist ungefähr eines der nutzlosesten Features, was ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Harte Silhouette, schon wieder keine Muni mehr. Komm, gib her. Meins. Ich könnte mein Element X-Ernter brauchen. Dann bau einen, ich dachte, du hast es schon. Ja, aber ich habe keinen Spot dafür. Ach so. Ja, findest du dann auch in den Dungeons ganz viel. Weil ich will ja mal Beruf wechseln hier. Wahnsinn, wie die sich wehren. Ja, nicht nur du. Obwohl ich gar nicht weiß, irgendwo konnte doch mal nachgucken, was die Berufe bringen. War das B? Nee, du musst an die Research Station. Ah, das haben sie jetzt geändert. Überall dabei, was die machen. Aber ich finde es übrigens geil, dass sich da der Chaos tatsächlich darüber beschwert, dass die Viecher sich ernsthaft wehren, wenn man versucht, sie umzubringen. Nein, sie wehren sich nicht. Das war's, so. Ja. Okay. Was ich gerade nicht verstanden habe bei den Käfern. Ach, jetzt auf einmal. Ja, jetzt fängt er an, sich zu wehren, oder was? Ja, die sind halt... hallo, das sind Bugdogs. Das ist eine Mischung aus Käfer und Hund. Was erwartest du? Nee, da steckt das Wort Bug. Du weißt Bescheid. Ja, richtig. Oh, Dingens müssen wir haben, Drake? Wie viel Holz? Ist gerade einer durch den Berg. Ein paar hundert reichen. Also ich hätte jetzt 400 im Inventar. Ja, die können mal die Kiste, weil ein bisschen was muss ich in Organics umwandeln und ich will die Treppe noch bauen. Und oben vielleicht kommt dann auch noch ein Lagerfeuer hin. Dass ich noch irgendwie im Dungeon nötigenfalls ein paar Ernter hinstellen kann. Kann an der Waffenkammer gebaut. Wir haben jetzt übrigens gleich dann auch in 20 Sekunden die Folge wieder. Ja, mal wieder. Ja. Aber diese Folge wird halt viel gefarmt.
Ja, ich brauche halt Holz. Für ein bisschen was für die Base müssen wir erstmal tun. Ja, ja. Doch immer so. Erstmal Basisaufbau und wenn das dann der Fall ist, dann hat man eine. Du weißt, die Basis eines jeden Fundaments ist eine solide Grundlage. Ah, ja. Mhm. Das kannst du jetzt aber drehen, wie du willst, weil alles heißt zurück immer nur irgendwie Grundlage. Zurück will herzlich kommen, genau. Ich fress jetzt mal so eine Ration hier. Was bist du? Hallo, du kannst doch nicht einfach Leute fragen, was sie sind. Ach, Aragorn, du kannst jemanden nicht einfach fragen. Wow. Achso, ja, das ist halt ein Bossgegner, so ein Mini-Boss. Klick, 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 klick. Gandalf, du kannst. Aragorn, du kannst nicht Leute einfach fragen, warum sie weiß sind. Gandalf, So, dann gehen wir jetzt hier rein. Der wird jetzt dann gleich das Squealen anfangen. Ich verstehe immer noch nicht, was dieses Gefahrenelement sein soll, aber hey. Boah, der kämpft jetzt gegen den Infested-Spieler. Das heißt, und ich muss das hier tatsächlich abreißen. Ich erwähnt, Millimeterpistole. Holzhose! Was? Also wenn du die Pistolenmunition nicht brauchst, was brauchst du? Ich hab die Kampfpistole und die Pistolenmunition bekommen. So. Ja, aber die Kampfpistole, die habe ich schon gebaut. Also da liegt eine für dich schon rum. Ja, habe ich ja schon. Okay. Kann ich bloß nicht nutzen. Weil du keine Muni hast. Richtig. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Man kann nämlich immer wieder, wenn man die Gegner verhaut, kann man, ich benutze das Wort verhauen. Wenn man die Viecher kaputt macht, dann kriegt man, lass das mal. Dann kriegt man oft auch Munition. Das heißt, wenn man dann irgendwie in einem Dungeon steht, keine Muni mehr hat, dann kann man sich auch mal hinstellen, mit dem Schwert irgendwie alles verprügeln und dann. Hey, machst du mich hier nach? Schon. Gleich aber nicht mehr. Ja, das hoffe ich. Die Folge ist nämlich zu Ende. Ich brauche, es gibt kein Fenster. Nicht, ich brauche, es gibt kein Fenster, die Folge ist zu Ende. Ah doch, das war das Richtige. Es gibt kein Fenster auf Hawaii. Ist das aber auch falsch. Kannst du mal ein Leuchtsignal schießen? Mit Drake? Ich hab jetzt gerade. Geh einfach hier lang. Nichts so. Ich baue. In die Richtung. Von da aus siehst du nämlich. Ich seh's jetzt wieder. Die Base. Alter, du hast schon jetzt eine größere Base gebaut, als ich jemals in diesem Spiel hingestellt habe. Weil bei mir war es immer nur ein Funktionsklotz. Das ist auch nur ein Funktionsklotz. Ja, aber es wird schon gerade ein. Also, so ein richtiger Klotz ist es schon nicht mehr. Es ist schon eher so ein Gebäude. Sieht nach Gebäude aus. Es ist eher ein Gebäude. Hat er mich gerade verprügeln wollen? Was ein Arschloch. Hallo, alles hier will ich verprügeln. Das ist Graf. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier uns vom Acker. Und genau. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.